Moin zusammen, ich bin's, euer Kev aus der Edeka-Küche. Heute mit einem Klassiker der bayerischen Küche, Sauerkraut. Ich zeige euch, wie ihr den Weißkohl für das Sauerkraut zubereitet und diesen richtig fermentiert. Für unser klassisches Sauerkraut nehmen wir natürlich Weißkohl. Diesen wunderschönen Weißkohl, ich liebe dieses Gemüse. Das sind jetzt hier 2 Kilo. Nachher, fertig fermentiert, hat man ca. 1,5 bis 1,8 Kilo. Und wir brauchen so ca. 25 Minuten zur Vorbereitungszeit. Ich nehme die äußeren Blätter ab, die sind immer ein bisschen sehr fest. Die nutze ich nachher im Glas, um das Sauerkraut ein bisschen zu beschweren, runterzudrücken, damit es nicht mit Sauerstoff in Kontakt kommt. Nochmal halbieren. Den bereite ich jetzt vor für die Maschine, dass der auch reinpasst. Ihr könnt den Kohl natürlich auch gerne mit einem Handhobel hobeln. Wichtig ist nur beim Sauerkraut, dass es sehr gleichmäßig und fein ist, damit es richtig gut fermentieren kann und beim Kneten weich wird. Der Kohl ist geputzt und geschnitten für den Foodprozessor. Und jetzt geht's ab zum Hobeln. So, der ist voll. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, manchmal können so kleinere noch nicht gehobelt sein, den nimmt man raus. Dann einfach in die Schüssel. Das Rezept findet ihr wie immer hier oben in der Infocard verlinkt. Und natürlich den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und jetzt geht's ans Fermentieren bzw. Einsalzen. Ich habe hier Meersalz, 20 Gramm pro Kilo, also 40 Gramm. Nehmt auch gerne Meersalz und kein Jodsalz, denn Jod verhindert die Milchsäurebakterienaktivierung. Dieser Knetprozess mit dem Salz ist relativ wichtig, denn das Salz bricht die Zellwände jetzt auf vom Kohl. Das kann gut eindringen und das verbessert und beschleunigt den Fermentierungsprozess. Den Kohl, den knetet ihr einfach so lange, bis ihr merkt, boah, der wird geschmeidig, ne, der wird ein bisschen saftig. Dann hört das auch. Das ist genau der Moment, wo es eigentlich reicht. Ja. Ausreichend kneten, damit das Kraut schön geschmeidig ist und genügend Wasser austritt, dass, wenn wir es abfüllen ins Glas, das Kraut unter Wasser steht. Und wichtig ist da, dass der wirklich ganz eng und dicht eingepresst wird. Deswegen habe ich hier so einen kleinen Holzschlägel, mit dem ich da nachstopfen kann, damit es zwischendrin keine Luftblasen gibt, sondern der sehr dicht in der Flüssigkeit ist. Das Glas, was ihr hier verwendet, muss sterilisiert sein. Wie ihr das richtig macht, habe ich in einem How-To gezeigt. Das ist hier verlinkt. So, ihr füllt das quasi am besten, also bis zu 2 cm unterhalb des Deckels, die Flüssigkeit mit eingeben. So, Sauerkraut ist eingefüllt, es steht schon Flüssigkeit oben drauf und jetzt geben wir das Kohlblatt oben drauf, damit das Sauerkraut nochmal weiter runtergedrückt wird, nicht nach oben kommt und verhindert wird, dass es mit Sauerstoff in Kontakt kommt. Dann heißt es Deckel zu. Und einmal schließen, falls ihr ein Glas habt, das ein bisschen größer ist und ihr habt ein bisschen mehr Luft zwischen Deckel und Sauerkraut, dann könnt ihr das auch beschweren mit einem Glas oder einem Kieselstein oder was ihr irgendwie gerade da habt. Beim Fermentierungsprozess verbrauchen die Bakterien den vorhandenen Sauerstoff und verarbeiten ihn zu Milchsäure und daraus entsteht die Säure vom Sauerkraut. Das Sauerkraut solltet ihr während des Fermentierungsprozesses kühl und dunkel lagern, nicht im Kühlschrank, aber so im Keller oder so. Und dann ist es nach 3 Wochen verzehrfertig. Hier habe ich schon ein fertiges Glas. Das ist jetzt 3 Wochen hier im Glas. Ich habe das Kohlblatt schon mal abgemacht. Wenn ihr das frisch abfüllt, ist es ganz normal, dass noch so 2 Tage so Luftbläschen aufsteigen. Das Ganze, wenn das fertig fermentiert ist, ist locker ein halbes Jahr haltbar. So, unser fertig fermentierendes Sauerkraut könnt ihr natürlich super weiterverarbeiten mit verschiedenen Gewürzen wie Lorbeer, Piment oder Nelke. Wie ihr das zubereitet, habe ich euch ins Rezept geschrieben. Ansonsten habe ich für euch nächste Woche meine Haxe und da passt natürlich Sauerkraut hervorragend dazu. Womit esst ihr denn euer Sauerkraut am liebsten? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ansonsten habe ich euch hier noch ein paar Videos verlinkt und freue mich auf euch zum nächsten Mal. Kanal abonnieren nicht vergessen und bis dahin, euer Kev.